Guten Abend, meine lieben Zuschauer, ne? Und herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom, bei Twitch, so um die 2-3 Wochen später nach dem letzten Stream. Jo, ich habe jetzt nicht sonderlich viel Offscreen bei diesem Spiel gemacht, wie immer geht aber zuerst die Warnung für alle, die nur spoilern wollen. Ich hasse Spoiler, jeder, der nur zum Spoilern vorbeikommt, der kann sich auf einen Bann gefasst machen. Also, ich banne jeden, der einen Spoiler raushaut und Tipps lese ich auch nicht so gerne bei mir in den Kommentaren. Ich will das Spiel selber spielen. So, die Warnung ist raus. Ich sitze hier ganz oben auf einem Berg. Ich habe wieder zumindest ein paar Sachen markiert. Zum Beispiel hier eine Kiste, wo auch ein Brunnen ist. Mit solchen Symbolen habe ich mir mal diese geografischen Dinge mal markiert. Mit solchen Teilen will ich mir, wenn ich einen Schrein finde, Schreine markieren. Und folglich habe ich auch einen. Und hier oben, wo ich bin, ist auch direkt ein Krog. Und weil das hier der zum beschissensten erreichbarste Krog ist, habe ich gedacht, wir starten heute hier. Aber zuerst, was geben meine Amiibo-Kisten heute? Einen Soldatenschild. Und einen Bumerang. Ist eigentlich überhaupt alles laut genug? So, ich habe das Spiel jetzt mal in-game. Ach, in-game. Hier in OBS ein bisschen lauter gestellt. So, von euch verabschieden wir uns mal. So, und hier sah ich schon einen Grog, weil hier steckt ein Stöpsel. Da ist so ein Ding. Und hier hinter mir ist eine Rakete verfügbar. Was könnte nur mein Job sein? Weiß ja nicht, ne? Ist ja im Endeffekt egal, in welche Richtung der fliegt. Hauptsache, das Ding macht einen Abdruck. Weg ist es. Das wäre der erste Krog, den wir heute einsammeln. So, hier direkt vor mir sieht man auch die ganze Zeit schon, dass da ein Schrein ist. Da vorne sieht man auch so ein Geoglyphending. Das Geoglyphending würde ich mir gerne holen, nachdem wir uns den Schrein da vorne geholt haben. Machen wir wieder meinen altbewährten Trick. Und tschüss. Das war nicht bedingt mein Plan. Du siehst so aus, als ob du hochgehoben werden willst. Naja, beim Schreien sind wir ja trotzdem. Komm ich irgendwo hin, wenn ich den nach oben schieße? Vorne fällt schon das nächste Ding runter. Ist immer ganz lustig, die Dinger zu nutzen. Okay, ich sehe hier nichts. Sturzflug zum Schrein. Der Kikakun-Schrein. Oh nee. Hier ist es dunkel. Licht im Dunkeln. So sieht's ja aus. Ich habe ja eine Taschenlampe. Stimmt, ist die geheime Schatztruhe dieses Tempels einfach in irgendeiner dunklen Ecke. Oh, Laserstrahlen.
Ich kann mir vorstellen, was ausgelöst wird, wenn ich die Laserstrahlen auslöse. Ja, guck mal, da ist doch meine Kiste. Ich kann es natürlich auch so machen, ne? Habe ich auch eine Lampe. Sogar auf Augenhöhe. Und so kann ich sie auch wesentlich besser drehen. Okay. Da klebt schon das Blut meiner vorherigen Besucher offenbar dran. Die das hier vor mir versucht haben, weil die Dinger waren schon rot. Schönes. Noch eine geheime Kiste. Ein kleiner Schlüssel. Das ist genau der, den ich brauche wahrscheinlich. Ich mach's mal so. Das jetzt schon das ganze Rätsel? Hier sind wahrscheinlich zigtausend Truhen versteckt. Also sollte ich mich auf jeden Fall ein bisschen umschauen. Ach, durch die Mitte kann ich einfach durchlatschen. Sehr schön. Das ist auch noch mal so ein Block, den ich rausziehen darf. Und noch eine Kiste. Ich nehme den Block mal mit. Ah, ich glaube, ich bin einmal komplett im Kreis jetzt gelaufen. Na gut. Drei Kisten, ne? Danke. Der Schrein, der war geschenkt. Ich habe hier vom Prinzip eigentlich nur Items geschenkt bekommen. Aber ich beschwere mich nicht. Ist halt ein Segenslicht mehr, ne? So, den Stein hier mache ich mal von meiner Karte weg. Ebenso das Blatt da oben. Was war denn da unten? Ach, so ein schwarzer Moblin. Warum wandern die hier so ganz casual durch die Gegend? Ich würde gerne einmal da in das Loch hinunter. Dich krieg ich. Was hast du denn da für eine schöne Lanze? Eine Waldlanze. Oh. Eine Krocklanze mit zerfressener Spitze, doch voller Lebenskampf. Manche Explosivmaterialien, die an der Spitze befestigt werden, sind beliebig oft verwendbar.
Okay. Klingt spannender als mein Bumerang. Manche explosive Materialien. Ich suche gerade meine Donnerblumen da. Vielleicht zählt das ja. Explosiv-Fruchtregeneration. Jetzt ist dann nur die Frage, ist der Wurf gemeint oder das Pieksen? Das wird doch so oder so unangenehm für alle Beteiligten. So, ich wollte zu dem roten Loch. Da einmal runter, irgendeinen Teleportpunkt holen und dann würde ich sagen, einmal zu dem Teil da hinten. Zu dieser Geoglyphe. Vielleicht sehe ich ja von hier oben schon so eine Knospe. Nee. Hä? Obsidian Gigama? Was für ein Ding? Ach so, da unten. Ja, das erhoffst du dir, ne? Ich habe dich nicht mal gesehen, bevor ich dich springen gehört habe. Alter, springst du hoch. Bist du ein neuer Gegner? Ja, du bist ein neuer Gegner. Um Gottes Willen, gerade zu hüpfen. Kannst du mal das Auge öffnen? Danke. Genau in dem Moment, wo ich schieße, dreht er sich weg. Der mag Licht nicht. Habe ich ein paar Zeitbomben? Guten Appetit! Hammer, 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 Hammer. Mein Hammer geht gleich kaputt. Warte mal, wenn dich Licht so sehr stört, kann ich dich doch auch damit ablenken. Oder sehe ich das falsch? Guten Appetit. Oh, er war. Mein Kamerad war besser als ich. Er trifft das Auge im Gegensatz zu mir. Danke. Danke. Funktioniert doch bestimmt auch. Guten Appetit. Hat funktioniert.
Gigama besiegt. Weißt du, da springe ich in ein Loch rein und erwarte direkt so ein Mega-Vieh auf mich. Und als ob das nicht reicht, frisst er einfach meinen Leuchtsamen weg. Ein Moment. So, markiertes Boss-Gegner-Stelle. Okay, das Ding will fotografiert werden. Sieht so aus, als ob ich mir daraus einen Hammer machen könnte. Synthesestärke 24. Und mein erstes Gigama-Herz. Oh, lecker. Ein großer Sonau-Energiekristall. So, ich wollte aber eigentlich so eine Knolle bzw. so eine Wurzel hier irgendwo jetzt direkt finden. Dass ich hier einfach einen Teleportpunkt habe. Da hinten ist ein Haus. Franny mit dem Jäger-Clan. Da hinten sehe ich eine Wurzel. Ist die weit weg? Die ist irre weit weg. Okay, die vergessen wir mal. Kann ja von dem Haus aus gucken. Da sehe ich auch nochmal eine Wurzel. Die ist wahrscheinlich wesentlich näher. Jo, die holen wir. Und mit Jäger-Clan lag ich offenbar sehr gut in der Richtung. Ich sehe schon deren Konstrukte. Ihr habt nichts gesehen, ihr seid doof und blind. Aua. Das kann ich auch. Der war allein. Aber ein interessantes Konstrukt hast du da auf jeden Fall. Wie benutze ich diese Kanone? Der hat irgendwie mit dieser Kanone geschossen. Ich würde gerne wissen, wie. Okay, ich habe gerade alle Tasten ausprobiert. Keine Ahnung. Ich mache das mal anders. Gib her das Ding. Ach so, geht ja nicht. Stimmt ja. Da war ja was bei Jägerkonstrukten. Da kann ich nichts auseinanderpflücken.
Yay! 20 Kristalle. Kann ich mir bald wieder eine Batterie leisten. Und der Bauplan. Wahrscheinlich wieder das Ding, was ich gerade da gesprengt habe. Eine Drohnenkanone. Drohnenkanone. Zwei Batterien. Ich sehe eine Kanone. Und ich sehe eine Rakete. Was ist das in der Mitte? Diese Plattform habe ich noch nie gesehen. Einmal auf die andere Seite von dem Zaun damit. Damit kann ich ja ohne Probleme durchs Miasma. Muss ich dem Jägertypen einmal danken. Dank für dieses wertvolle Gefährt. Ist irgendein Tempel links von mir. Oh, da konnte man es sehen. Das Ding schießt wirklich von alleine. Doch mal praktisch, das Ding. Das hält mir die Viecher vom Leib. Was hält der da in der Hand? Das Ding wollte gerade schießen. Eine Reiselanze. Nee, die kannst du behalten. Die Duckiswurzel. Vielen Dank. Jetzt sieht man ja was. Ich wollte hier unten nur einen Teleportpunkt haben. Was ist das denn für Holz? Dornknochen. Pack ich mal meinen Zweihänder. Ich hab's lebend hierhin geschafft. Wo komme ich raus, wenn ich hier jetzt nach oben springe? Genau da, wo ich hin wollte. Da ist ein Kock. Wir suchen ja so eine Träne, ne? Du bist definitiv ein Krog. Du warst offensichtlich. So, kannst den Stein behalten. Wahrscheinlich auf der Spitze von dem Berg. Würde ich am allerersten vermuten. Lieg ich richtig? Ich lieg richtig. So, hier kommt jetzt höchstwahrscheinlich eine Sequenz. Also
sind ich und meine beiden Gefährten mal kurz aus dem Bild. Da fliegt ein Drache neben mir. Und Erinnerung der alten Zeit. Zumindest konnten wir ihn versiegeln. Link, er ist so mächtig. Selbst du kannst ihn nicht schlagen. Wie kommt es hierher? Oh. Link ist am Leben. Ist es wahr? Und um deine Kraft wiederherzustellen, bist du zu mir durch die Zeit gereist. Zelda, du bist gewiss nicht grundlos in unsere Zeit gekommen. Davon bin ich fest überzeugt. Ich weiß, wie ich dir helfen kann. Ja, es ist meine Pflicht, da nur ich es vermag. So können wir ihn besiegen. Oh. Wer einmal zum Drachen geworden ist, dessen Seele kehrt nie wieder zurück. Es gibt kein Zurück. Link! Bitte finde mich! Okay, jetzt haben wir das mal, was damals passiert ist. So knapp am Anfang des Spiels ist ja mein Schwert so gesehen einfach verpufft und Zelda stand da auf einmal. Und bei ihr war es einfach nur eine Zeitreise, die mein Schwert gemacht hat. Ich sehe da vor mir übrigens einen Schein. Aber mich interessiert der Drache da hinten viel mehr. Ich habe das Gefühl, der fliegt genau auf dieses Loch zu. Ich habe mir den Punkt ja markiert. Wenn ich mich beeile, schaffe ich es eventuell, den Drachen einzuholen. Wenn ich mir von ihm auch was holen kann. Ich kann mir den Schrein ja gleich noch holen.
in der Ecke ist es runtergeflogen. Ich gönn mir mal, was auch immer von dir gerade abgefallen ist, ne? Es müsste hier unten jetzt irgendwo liegen. Wo liegt es? Oder ist es noch am Fallen? Auf der Seite müsste es runtergekommen sein. Wo ist mein Drachenobjekt? Ich interessiert auch im Übrigen, was das gerade war mit. Wenn man einmal zum Drachen geworden ist, kann man nicht zurück verwandelt werden. Heißt das, die Drachen waren vorher Menschen, beziehungsweise welche von diesen Volk von Rauhu? Jetzt mal im Ernst, wo ist mein Item? Müsste jedoch irgendwo liegen. Das kann nicht da oben liegen. Da, da hinten leuchtet's. Da ist mein Objekt gelandet. Es liegt jetzt nicht genau im Miasma drin, ne? Du bist so kacke gelandet. Kann man das fotografieren eigentlich? Nö. Eine Eldra-Klaue. Eine Klaue, die brennend heiß gewesen sein soll. Am Waffen erhöht sich die Angriffskraft erheblich. Ich wollte meinen Drachenfreund jetzt eben kurz danken, aber ich sehe ihn nicht. Wahrscheinlich schon über alle Berge. Oh. Wie willst du angeordnet werden? Ach, da ist ein winzig kleines Loch. Vorbeigehen gesehen, ne? Direkt mitgenommen. Ich habe im Übrigen gesehen, dass du gerade eben reingepayt hast, Shane. Keine Sorge. Ich habe das schon bemerkt. Du hast das nur halt während der Cutscene gemacht. Da habe ich mich auch stumm geschaltet. Also danke fürs Reinpayen für Shimi Shiny. Der übernimmt demnächst irgendwann mal. Warum ist hier überall diese Grütze? Warum ist der Typ mit seinem Schild wieder da vorne? Ich sehe nicht, dass sich das Ding bewegt. Warum hast du ja auch generell so eine Kante ausgesucht?
Danke für die Reisbällchen. Ach, danke. Zu gütig. Immer wieder nett, der Kerl. Rechts oder links? Geradeaus. Okay, da rollt eine Kugel. Und die will einfach nur in die andere Richtung. Ist ja einfach. Okay, das war der leichte Teil. Soll ich das Ding aufziehen? Okay, ich verstehe das wie. Ich drehe einfach mal. Vielleicht ist da ja irgendwo eine Kiste drauf versteckt. Aber irgendwo muss doch eine versteckte Kiste sein. In jedem Tempel ist eine versteckte Kiste, erzähl mir keinen. Ich glaube sowieso, dass ich das Ding auch falsch rumgedreht habe. Unter mir ist was. Ich will mich einmal nach unten drehen lassen. Ich wusste doch, dass hier irgendwo eine versteckte Kiste ist. Zonanium Großschwert. Will ich auf jeden Fall mitnehmen? Seite. Ach, lassen wir es so. Es gibt auch so ein gutes Foto. Das erste so nah an dem Großschwert, das wir finden. Wollte ja nur die Kiste. Und hat sich auch gelohnt. Neue Waffe. Jetzt wieder zwei Ausdauercontainer, die ich mir gönnen kann. So, da müsste ich noch was einsammeln und da müsste ich was einsammeln. Und dann wäre mein Ziel heute hier so in die Richtung zu kommen und dort den Turm zu holen. Das wäre dann mein heutiges Ziel. Er ist voller Miasma. Es ist ein Weg in den Untergrund. In einer Richtung sehe ich eine Knolle. Da ist noch eine. Da lande ich einfach mal. Dann habe ich an der Stelle direkt Licht. Okay, ich hatte jetzt nicht erwartet direkt, dass dieser Brunnen in den Untergrund führt.
erstmal ihr Licht machen. Langsam aber sicher ist der Untergrund erleuchtet. Die Stelle da sieht interessant aus. Da zeigen auch wieder Statuen. Uns dem Weg. Folgt mal der Statue. Das wird auch irgendwo interessant sein, der Ort. Neue Waffe. Sehr schön. Angriffskraft plus 7. Ich habe aber nicht wirklich eine Verwendung für das Ding. Aber sie ist in meiner Waffenliste jetzt drin. Okay, Statue folgen wollte ich. Die Fläche hier sieht auf jeden Fall interessant aus. Was ist das für ein Zeug? Hallo? Hierchen guckt die denn? Ich gehe einfach mal in dieselbe Richtung. Von hier aus guckt die nach da. Okay, da geht's runter. Ist auch wieder so eine Wurzel. Von der Richtung her wollen mich die Statuen noch Richtung Wurzel haben. Ich spare mir mal den Leuchtsamen und fliege einfach instant zur Wurzel. Dann habe ich ja einen großen Radius direkt Licht. Ich sag euch, die führen mich an irgendeinen interessanten Ort. Hier zum Beispiel den Ort da rechts von mir. Der dann sieht schon interessant aus. Wieder irgendwelche Ruinen. Einmal kurz die Ruine hier an. Da ist eine Kiste. Das Zeitgewand. Okay. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Hast du wieder Interessantes in der Hand? Eine Ritterhelebarde. Guck ich mir noch gerne an. Danke. Ich glaube, ich kann straight up zu der Wurzel gehen.
Ja, ich glaube, ich komme wirklich straight up zur Wurzel. Hier ist schon die nächste Statue. Er schenkt mir mal die Leuchtsamen. Wo führen diese Statuen mich hin? Ich kriege auf jeden Fall einen großen Bereich hier, hell. Okay, nächste Statue sagt dahin. Die Statue guckt Richtung Wand. Hier geht's noch tiefer. Hier ist ein Block, wo ich durch die Decke kann. Hast du einen mir unbekannten Bogen? Ist hier ein Ritterbogen einfach mal dabei? Schmeiß meinen Soldatenbogen dafür weg. Okay, da geht's runter und da ist die nächste Statue. Ich will einmal kurz gucken, was durch den Block ist. Ich gehe danach wieder zurück, aber ich will wissen, was da oben ist. An der Stelle. Warte mal. Er ist so gesehen ein Mini-Boss. Sonst noch irgendwas? Nee, nur dieser dicke, fette Stein. Nein, danke. Folge ich lieber weiter den Statuen weiter nach unten. Hallo. Ich bin gleich für euch da. Ich will einmal kurz zu der Wurzel da. Die Statue zeigt da in die Richtung. Wieder ein Soldaten-Zweihänder.
Kann es sein, dass das so Zeitreisewaffen sind, die aus der Vergangenheit gereinigt wurden? Okay, hier hat mich das hingeführt. Eine Sackgasse. Was ist los? Ja, war klar, dass du ein Jäger bist. Was, wer soll sonst hier unten sein, ne? Wieder so ein Kurzschwert. So, jetzt ist die Frage, was ich hier mache. Ah, ich sehe schon. Ich wollte es nicht werfen. Ich kann ja mal versuchen, das hier aufzusprengen. Okay, das hat nicht gejuckt. Ja, und was genau mache ich mit dieser Statue? Der Jägertyp selber ist ja angeblich schon drumherum gerannt. Ich markiere mir mal an der Stelle hier mal einen Stern. Und guck auch mal drumherum. Vielleicht ist ja irgendwo ein Loch. Oder zumindest ein Hinweis. Kann auch sein, dass ich jetzt 20 Minuten meiner Lebenszeit verschwende. Also was diese Statue angeht, außer das, was der Jäger gesagt hat, habe ich halt keinerlei Anhaltspunkte, was es damit auf sich hat. Hey, das ist sogar schon außerhalb des Bereiches von der vorherigen Knolle. Aber die Karte zeigt mir an, da ist was. Ich sehe, wie gesagt, kein Loch in dem Bereich. So, es werde Licht. Okay, und wie man sieht, sieht man so gut wie nichts auf der Karte. Also hier ist eine Mine. Aber die Karte zeigt eindeutig, dass da auch irgendwas ist. Ich müsste, glaube ich, wirklich einmal hier komplett drumherum das Licht anmachen, um hier irgendwie zu sehen, was es damit auf sich hat.
Ich guck mir jetzt die Mine da an und dann reise ich noch mal. Reise ich wieder nach oben. Ein Windgewand. Ich glaube, das hatte ich schon. Das habe ich schon. Also so kommt man auch noch an die ganzen Gewänder ran, wenn man keine Amiibos hat. Okay. Also wir vermerken uns, da ist irgendwas. Ich kann ja nochmal von hier aus gucken, ob ich rechts noch eine Wurzel sehe. Dann würde ich da hinsprinten. Wenn ich keine sehe, dann gehe ich mir jetzt den Turm in dem einen Gebiet holen, wo ich eigentlich hin wollte heute noch. Da ich da zumindest noch einen Kartenabteil aufdecke vom Obergrund. Schade, dass das Spiel keinerlei Hinweise gibt, was es mit der umgestürzten Statue auf sich hat. Und ich wirklich die Karte brauche, um irgendwie was rauszufinden. Ich pfeife mal kurz auf die zwei Miasma-Herzen. Mich von hier aus auf die Pilze da drauf. Nee. Sieht man von hier aus in der Richtung irgendwie eine Wurzel? Ich sehe auf jeden Fall da so einen Typen sitzen. Ein schwarzer Bossbock ist dort. Okay, ich sehe da von hier aus jetzt keine Wurzel. Ich kann von der Seite natürlich auch noch gucken. Das lasse ich mal. Ich gehe jetzt auf den Turm hier und guck mal in die Richtung, ob ich den Turm sehe. Und dann fliege ich dahin. Ich zumindest den Turm, den ich noch holen wollte, heute noch hole. Ich sehe da auf jeden Fall einen Dolch auf dem Boden. Ja, genau in der Himmelsrichtung suche ich den Turm. Kann mir auf jeden Fall da einmal kurz markieren. Ich suche aber diesen Turm. Kann ich den von hier oben aus sehen? Da ganz hinten ist der. Ganz am Arsch der Weide. Konnte ich von dort aus sehen. Der ist ja einmal komplett am anderen Ende von dem Gebiet. Hier, wenn ich ganz hoch klettere, ist da doch bestimmt auch noch ein Schrein.
versuche diese Konstruktion gerade zu verstehen. Ach, kann man sich mit abstoßen? Pferdchen wird nicht kommen, Link. Ah, und da wartet ein Schrein auf mich. Kann ich ja mitnehmen, wenn ich schon hier oben bin. Irgendwie ist mir gerade warm gewesen. Wenn ich es richtig time, kann ich mich durch die Wand hier schießen. Oder er fliegt nach oben. Funktioniert auch. Warum schwer machen, wenn es einfach geht, ne? Ciao. Hast mir gute Dienste geleistet. Wo ist denn dein Stein? Wahrscheinlich bei dem da hinten, oder? Bringe den Kristall der das Licht zeigt dem Schrein da. Dann schenken wir dir ein Licht, das die Finsternis bannt. Sag ich doch. Der hat den. Noch mal höher. So, die brauche ich einmal. Die kann ich direkt verpulvern. Ich glaube, den Turm schaffen wir heute nicht mehr. Den muss ich mir dann beim nächsten Mal holen. Bisschen schade. Bin gespannt, was du jedenfalls gibst. Irgendwas Neues für mich? Du gibst die Kanonen, Mädchen, Lenkelemente und einen Scheinwerfer. Das sind die Items, die ich hier bekomme. Die Kanonen sind gekauft, alles andere finde ich ist jetzt nicht so geil. Und hoppa. Ist da irgendwas? Nee, ist nur ein interessant aussehender Ort. Große Frage ist gleich, wie ich den Kristall hier rüber bekomme. So kriege ich den rüber. Okay, ich schleuder den rüber. Ist ein neuer Block. Oh, ein Gamma-Block-Konstrukt. Mein neues Block-Konstrukt.
Ach, der Gamma, der tauscht sein Hauptelement. Hey, du bist ein interessanter Gegner. Aua! Auf jeden Fall ein interessanterer Gegner als der normale. Also dieses Alpha-Ding. Oh, meine Beta-Klinge ist kaputt. Ich kann das tauschen, ich hab's trotzdem. Kann ich eigentlich draufkloppen, während man hier oben fliegt? Ich kann. Ich muss ihn dann nicht mal auseinanderpflücken. Verdammt, ich habe das Falsche gegriffen. Nein. Jetzt habe ich's. Da. Warum geht alles in meinem Leben kaputt? Weg mit dir. Überhaupt irgendwas, wo ich dich dran kleben kann? Auf jeden Fall was Interessantes abgeliefert. Ich würde dich gerne an irgendeine Waffe dran kleben. Ich überlege gerade nur an welche. Ich nehme hier das Teil weg. Vielleicht auf das Hinox-Ding. Gamma mit dem Block Hammerschwert. Das Ding hat einfach mal 46 Angriff. So, wo ist mein Steinchen? Ich muss ihn jetzt wegschleudern. Das wird lustig. Einmal kurz die Flugbahn checken. Ja, müsste stimmen. Hallo? Hui! Bitte sag, dass es nicht in den Abgrund fliegt. Ich glaube, es ist in den Abgrund geflogen. Warte mal, ich kann ja mal selber die Strecke fliegen. Ich glaube echt, es ist hinuntergesegelt. Ah, es hätte ein bisschen weiter links gemusst, verdammt. Respawnt das Ding oder habe ich jetzt Pech gehabt? Weil der ist definitiv nicht weit genug geflogen. Ja, der liegt jetzt wieder da hinten. Danke, dass ich wenigstens neue Chancen bekomme. Ich packe ihn einfach mal so weit wie möglich auf dem Punkt hier. Und fliege am besten einfach direkt mit.
Diesmal ist er sinnvoll gelandet. Jetzt kommt ein riesiger Haufen von Ärgernis. Jetzt bringe ich dich dahin, wo du hingehörst. Dann gönne ich mir noch ganz schnell die zwei Ausdauerpakete. Wird mir auch aufs Kinn, wenn ich wieder auf Krogsuche gehe, ein bisschen hilfreich sein. Ich muss mir noch vermerken. Karte. Bossgegner. Und der hat ein sehr gutes Item. Da könnte ich mir einen richtig guten Hammer machen. Und ich meine damit einen Zweihänder-Hammer. Oh, was für ein schöner Bogen. Habe ich einen Ranzbogen, der weg kann? Ich habe 4 Soldatenbögen. Ich hier nochmal einen Sonaniumbogen schon mal so. Ne, den muss ich noch fotografieren. Ach komm, das geht besser. Also 3 Sachen, die ich jetzt noch mache. Meine Batterie einmal aufwerten, dass ich länger das Sonar-Zeug nutzen kann. Falls es ausreicht. Ja, es sollte für eine Batterie reichen. Gerade so tatsächlich. Ja, ich will eine Zusatzbatterie. Für was anderes sammelt man diese Energiedinger, glaube ich, auch nicht. Jawollo! Eine Batterie mehr. Ein Segen. So. Je nachdem, welches sich mir zuerst zeigt. Aronus oder Erweiterung. Ich weiß, dass da unten meine ich eine Statue ist. Komm, Maronus, komm her. Eine Erweiterung sollte drin sein. So, die Waffentasche bitte. Dann kann ich eine Waffe mehr mitnehmen. Boom, tschakata, boom. Ich liebe das. Ja. Boom, tschakata. Und trotzdem kann ich es nicht mitsingen. Ich hab's so mit Songs. So, hier war eine Statue. Gehen wir uns noch die Ausdauer-Upgrades. Die werden sich für die Zukunft rentieren. Wie gesagt, ich mache jetzt erstmal, was Upgrades angeht, Ausdauer bevorzugt, bis Ausdauer voll ist. Und dann können wir auf die Herzen gehen.
So, jetzt kann ich mir noch ein weiteres gönnen. Und dann sind es, glaube ich, nur 3 Ausdauercontainer und dann ist Ausdauer voll. Okay, Leute. Und ich würde dann sagen, hier machen wir dann jetzt für heute Schluss. Ich habe jetzt mir nur noch Ausdauer und so weiter jetzt hier am Ende noch geholt. Ich hoffe, dass ihr alle Spaß mit dem Stream hattet oder im Video, je nachdem hinterher bei YouTube. Wenn ja, Abo und ein Like bei YouTube da lassen, ein Follow auf Twitch natürlich. Und von YouTube verabschiede ich mich wie immer als erstes an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag.